was ist das denn? Hallo, das ist ein Link drauf. Ich will jetzt nicht Mario Sunshine spielen und die ganze Insel hier sauber machen müssen. Hey, Leute, okay. Wow, wow, what's this? Okay, alles klar. I am back, verdammt nochmal. Plan heute ist Wasser Dungeon, right? Schon irgendwie witzig, wenn jetzt hier zwei von denen rumrennen. Oh mein Gott, Alter, der schießt mich einfach ab mit einer Rakete. Was ist los mit dir? Sieht das noch so aus oder ist deren Wasser verseucht? Ist ja ekelhaft. Denk mal, meine Prio 1 wird sein, den Tower zu holen. Dafür gehe ich am besten direkt auf den Berg hoch. Und ich glaube, da links ist es ein bisschen schwierig. Wenn ich mich jetzt an BOTW, ne? Wie schwer ist es, da hochzukommen? Ich glaube, ich gehe da lieber rechts rum. Wäre, glaube ich, einfacher. Das ist echt verseucht, das Wasser, kann das sein? Das ist ja weird. Was ist das denn? Öl? Wow, Alter, ich habe ja richtig Momentum noch mitgenommen. Lohnt es sich da auf diese schwebende Insel zu gehen, welche so ein bisschen geformt ist wie ein Fisch? Ich gehe jetzt mal direkt zum Tower. Ist das hier nicht der Berg mit dem Leunen gewesen? Das ist ja gar kein Wasserfall, das ist ja ein Ölfall, das ist ja ekelhaft. Okay, ich seh schon, in welche Richtung es gehen wird hier. Ich finde auch schön, dass es hier diesen Sora Saphir Symbol aus OOT da ist. Ein guter Clap. Ich wollte den Schrein gerade machen. Das ist ja auch alles voll. Das ist ja widerlich. The Sludge fell upon me so suddenly. Ah, warte mal. Es gibt doch so Wasserfrüchte, oder? Hier ist Splash Fruit. Wahrscheinlich kann man auch das normale Jelly verwenden, glaube ich. Hier, Splash Fruit. Yeet. Damit wird das Zeug los. Cool. Jetzt denke ich mal, gehe ich einfach runter zu den Zoras, oder? Und sag mal Hallöchen. So, yo, what up? How's it going? Zoras Domain. War das schon immer eine Statue von Prinz Zidon? Hallo, da ist ein Link drauf. Zidon can be found in the Mifa Court. War ich da nicht vorhin? Ich finde gut, dass Link eine ganzen Cutscene auch einfach so aus. Restoring the Zora Armor. Okay, also ich brauche, was auch immer sie wollte von mir. Okay. It seems an elusive fish called the Ancient Arowana is needed to finish repairing. Ja, wer weiß, wo ich diesen Fisch finde, oder? So, du da vorne, rede mit mir. Das Ding ist, ich habe ihn vorhin halt auch schon gesehen, als ich hier war, aber ich habe mal nicht angesprochen. Ich darf zu einem anderen Punkt rennen, um mit jemand anderem zu reden. Gameplay. Hey, ho. Guck mal, du bist auch der, mit dem ich reden will, oder? Broken Slate. Okay, das Ding ist kaputt und er will das Ganze lesen können. Sag mir nicht, dass das, was hier einfach draußen liegt. Oh mein Gott. Zack. Wie es da auch reingeht. Okay. Stand upon the land of the skyfish and behold its lofty view. Among the floating rocks you see a droplet waits for you. Through this droplet shoot an arrow with the mark of the king. Do this task and you shall reveal a most wondrous thing. Ah ja. Okay, ich muss jetzt den König finden und der ist jetzt irgendwo unter einem Wasserfall? Alright, sure. Einiges hier ist so hin und her rennen, bis du was findest. Der Typ gibt mir einfach 5 von seinen Schuppen, Alter. Nur weil es wohl in irgendeiner Prophezeiung drin stand. Stark. Ich muss jetzt irgendwas finden. Mal wieder. I'm sure that if we locate the land of the skyfish, it will lead us to the floating rock that is in the shape of a droplet. Ah, lol. Da waren wir doch vorhin mal. Mein Guess ist, dass ich da erstmal hoch muss. Let's go, Ancient Arowana. Das ist der Drecksfisch, den ich brauche für die Sora-Rüstung. There it is. Endlich mal ein neues Outfit. Ich meine, es ist jetzt auch nicht das krasseste Outfit-Design so, aber es gibt mir am meisten Defense, darum nehme ich es. Okay, ich habe eine Frage. Das ist diese komische, Insel. Wie soll ich da anfangen drin zu schwimmen, wenn es nicht mal auf dem Boden landet? Kann ich da einfach reinfliegen und dann geht's ab wie Schnitzel so? Der fängt einfach an. Muss man nicht im BOTW einen Button dafür drücken? Ich tippe mal drauf, dass ich das hier oben sauber machen muss, oder? Ich will jetzt nicht Mario Sunshine spielen und die ganze Insel hier sauber machen müssen. Oh, wait, lol, ich bin... Oh mein Gott, das ist Droplet-Ding, das wir suchen. Wait, aber was ist denn mein Ziel jetzt? Okay, Pfeil durchschießen ist schon mal nicht die richtige Antwort. Ah, willkommen beim Support. Was benötigen Sie? Ich habe gehört, Sie haben Fragen bezüglich des Spiels. Für kompetente Hilfe drücken Sie 1. 1. Ich habe es ja auch schon fast gedacht, dass du genau da bist. Ja? Hast du mit dem König schon geredet? Ja. Hat er dir auch was gegeben? Die Scales. Okay. Muss dann ich da reinschießen? Through droplets, shoot an arrow with the mark of the king. Do this task and you shall reveal a most wondrous thing. Warum haben sie das so weird gemacht, dass die 3 verschiedene Quests gleichzeitig aufgemacht haben, anstatt eine, die immer weitergeht? Ich habe keine Ahnung. Ich muss sagen, als angehender Game Designer fand ich das nicht gut gemacht. Ich muss sagen, ich finde es auch geil, dass du diesen Schlamm auch nicht weggemacht hast. Also, das ist das allererste, was ich gemacht habe. Ich hab nichts mehr zum Wegmachen. Ach so, ihr kannst ja einfach irgendwas so mit Randen holen. Ach, die Dinge benutze ich nicht. Oder ich komm mit dem ganzen TOTK-Konzept noch gar nicht klar. Ne? Ich bin auch damit einverstanden, dass ich damit nicht klarkomme. Und habe gesagt, okay, ich spiele das Spiel so BOTW-mäßig wie nur möglich, weil ich komme einfach, ich raff's nicht. Das geht nicht in meinen Kopf. Okay, gut.
geben Sie positive Bewertungen auf nintendosupport.de und bewerten Sie uns mit 3 Sternen. Schönen Tag oder noch. Sie Bastard. Was ein Rotzrätsel, ey. What the heck? Was passiert denn jetzt? Ih, Alter, jetzt entstehen Like-Likes aus den. Wait, ich wurde so präsentiert wie der fallende Boss von einem Dungeon. Sidon's Power of Water. Okay, Sidon ist also unser nächster Partner. Alles klar. Achso, ich muss einfach zuschlagen, lol. Guck, und damit ist er schon dead. Easy. Ancient Zora Waterworks. Geht's hier ein Dungeon los? Was ist denn das da oben? Ich würde halt irgendwie auch gerne einen Dungeon in diese Folge reinquetschen, you know? Ich hab so das Gefühl, ich muss hier irgendwie so ein Rätsel machen, damit das Wasser die ganze Zeit ansteigt und dann kann ich da rüber. Aber kann ich das nicht irgendwie auch cheesen? Also jetzt mal no joke. Einfach cheesen so? Keine Ahnung, ich baue mir jetzt hier irgendwie sowas hier. Dann steigen wir jetzt an. Und jetzt gleite ich da einfach rüber. So schön tiefenentspannt. Come on! Ja, guck, geht doch. Ich kann das cheesen hier. Wellspring Island. Alright. Aber ich muss erstmal zum Dungeon hin. Oh mein Gott. Hey, Leute, okay. Wow, what's this? Okay, alles klar. Low gravity, I like it. Water Temple. Ich hab's erreicht, meine Fresse. Ach so, das ist der Dungeon. Ich dachte, ich muss noch irgendwo rein, aber das ist der Dungeon. Sieht sehr übersichtlich aus. Okay, ein Wasserhahn ist an und ich gehe mal davon aus, wir müssen alle 5 anhaben, ne? Das heißt, 4 Sachen wiederfinden. Oder ich hasse diese Blöcke jetzt schon. Es ist so zum Kotzen. Mit der wenig Batterie, die du hast, ist es einfach nur anstrengend. Am besten, ich aktiviere das Zeug jetzt hier mit so einem Schlag, oder? Ah ja. Wer es erwartet. Gut, das mache ich noch 3-mal. So, damit sind alle aktiviert. Es wird Zeit für einen Boss. What the heck, was bist du? Magtorok. Sieht das weird aus. Komm ran, du bist nicht Sonic. Das hat eine stärkere Waffe aussehen, tatsächlich. Au. Okay, nochmal ganz entspannt, einfach zu viel Damage auf jeden Fall. Und erstmal ist er tot. Und noch ganz ehrlich, der ist auch viel zu cringe gewesen. Also ich hätte nicht da sterben dürfen. Oh mein Gott. Halbzeit. Wir haben Halbzeit erreicht. Was macht er jetzt? Er macht Dreck, wer jetzt erwartet. Wow, cool. Wie soll ich den Damage machen, wenn er da rumschwimmt? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Wait, du willst doch nicht, dass ich jetzt hier irgendwie einen Hydrant raushole oder sowas. Aber was ist, wenn ich keinen Hydrant hätte? Habe ich ja verkackt einfach, oder wie? Also dieses Drive funktioniert tatsächlich auch nicht. Oder doch? Wenn er einmal in was Trockenes reinjumpt, dann ist es vorbei für ihn. I guess, ich bin tot. Verstehe nicht irgendwie der erste Boss? Der war so easy und auch selbst erklären und einfach. Also das war wirklich logisch. Also es war wirklich gar nicht. Es war nicht mal ein Boss-Gefühl. Der zweite und der dritte hier schon. Die machen einfach keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Oder stirb einfach. Ich hasse dich über alles. Das war der dümmste Bosskampf, den es bisher gab. Ich bin sauer. Ja, gib mir die ganze Wurzel. Ich halte sie nicht mehr aus. Okay, wow, Sidon, Sage Water. Bevor das hier noch allzu viel länger geht, beende ich es hier. Danke fürs dabei sein, auch wenn es ein bisschen frustrierend war jetzt am Ende. Wie üblich, nicht vergessen, ein Like da lassen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wahrscheinlich mit dem Feuer-Dungeon. Ja, bye-bye.